Als ich gerade angefangen habe zu rappen, so 2003, 2004, kann ich mich erinnern, habe ich mal so einen Song aufgenommen, wo ich im Refrain gesungen habe. Und also halt super schief und alles. Sich so einbunkern und nur machen und machen, machen und egal wer es hört, das war produzieren. Ich habe alles auf der Platte gesagt, was mir gerade wichtig ist und was mir gerade auf dem Herzen liegt und was ich loswerden wollte, was mich betrifft. Ich habe da irgendwie so mein Ding gemacht, habe dadurch andere Leute kennengelernt, aber für mich war das halt kein Problem, irgendwie 3 Tage im Keller zu sitzen und mit niemandem zu reden und diese Sache zu machen. Ich kaufe Platten, Klamotten und Haufen Schwachsinn. Wer ist der King of Rap?